Hallo und herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Interview. Mein Interviewgast Markus Fondrich, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Wir schauen auf diverse Aktien, starten mit Wirecard. Die haben ja in dieser Woche einen Gewinnsprung für 2016 angekündigt. Wie hat denn die Aktie reagiert? Ja, wenn man sieht, die Aktie hat erstmal sehr stark reagiert, hat ja auch versucht, hier dieses Hoch nach oben zu überwinden. Hat man nicht ganz geschafft. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass es hier kein Doppeltop gibt und es wird zwar erst abgeschlossen, wenn wir hier diese 43-Euro-Marke nach unten durchbrechen würden, aber hier muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es hier kein technisches Verkaufssignal gibt. Unabhängig davon, von der fundamentalen Seite her, man sieht es, der Optimismus bei Vorstandschef Braun ist ja sehr groß für nächstes Jahr, läuft alles so, wie es sein soll, auch E-Commerce-technisch läuft alles prima, wenn man jetzt Black Friday und Thanksgiving-Wochenende anschaut, was da an den Online-Shops in den USA verkauft wurde, rechnet man mit 15-18% mehr Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr. Also hier sieht man ganz klar, dass das Wachstum in dem Sektor nach wie vor intakt ist und auch in Deutschland geht man davon aus, dass der E-Commerce-Bereich mit 12% pro Jahr wächst im laufenden Jahr. Also insgesamt die Rahmendaten passen und gerade jetzt jüngste Meldungen, dass der E-Commerce-Markt in Indien, wo man zuletzt auch eine Übernahme getätigt hat, durch die Decke geht. Letzten Endes sind das alles Rahmendaten, die natürlich der Aktie natürlich helfen. Jetzt haben Sie gesagt, wir sollen aufpassen, dass wir nicht wieder auf die 43 Euro zurückfallen. Sollen wir die Situation abwarten oder kann man jetzt auch noch einsteigen? Ja, wir werden Stopp ein bisschen anheben, nicht auf die 43 Euro, eher Richtung 40 Euro, schätze ich mal. Um hier ja, bei einer möglichen Abwärtswelle, man muss ja momentan auch ein bisschen aufpassen, der Draghi-Effekt, den wir gestern gesehen haben, hat ja erstmal zu Gewinnmitnahmen geführt. Nicht, dass wir da in eine kleinere Abwärtsspirale laufen. Dann schauen wir auf den zweiten Wert, den Sie mitgebracht haben. WCM ist das. Sehen wir hier ein aktives Kaufsignal? Das haben wir eigentlich schon länger. Wir haben hier schon den Ausbruch über die 200-Tage-Linie hier nochmal aufgesetzt. Und jetzt geht es weiter nach oben. WCM hat jetzt vor einer Woche eine Kapitalerhöhung durchgezogen. Also um die 24 Millionen Euro frische Mittel, die man in neue Projekte investieren wird. Und da haben natürlich auch der Vorstand Stavros Efremidis nochmal Positionen aufgebaut und auch Karl Illerding als Aufsichtsrat und eigentlich der Mann im Hintergrund bei WCM nochmal für 1,76 Millionen Aktien zugekauft im Rahmen dieser KE. Sind natürlich ein großer Vertrauensbeweis. Heute die aktuelle Meldung, dass man in den SDAX aufsteigen wird. Also zum 21. Dezember wird WCM im SDAX notieren. Das heißt natürlich, dass der ein oder andere indexorientierte Fonds hier auch die Aktie dann im Portfolio haben muss. Dürfte der Aktie weiter Auftrieb geben. Unser Kursziel liegt irgendwo bei 2,70 erstmal, wo der NAV in etwa angesiedelt ist. Und ich denke, dass wir die Bewegung nach oben in den nächsten Wochen sehen werden. Schauen wir auf Zalando, da hat sich Goldman Sachs mal wieder zu Wort gemeldet, hat gesagt, dass Zalando sich besser entwickeln dürfte als die Konkurrenz. Man hat die Aktie auf die Conviction Buy List gesetzt. Sind Sie auch so optimistisch, was Zalando betrifft? Naja, sonst hätten wir sie nicht ins Depot gekauft, logischerweise. Wir haben natürlich, der Ritterschlag von Goldman Sachs hat natürlich der Aktie nochmal geholfen. Wir haben hier ein neues Hoch markiert, ein aktives Kaufsignal hier. Letzten Endes im Markt von der fundamentalen Seite. Q4 ist natürlich durch das Weihnachtsgeschäft immer stark. Das ist auch mit Sicherheit der Hintergrund, den Goldman Sachs hat. Ursprünglich hatte man ja 42 Euro als Kursziel ausgegeben, auf Sicht von 2 Jahren, glaube ich, war es. Und jetzt ein Jahr das Kursziel bei 44 Euro. Also hier ist nochmal gut 25% Spielraum nach oben. Und ich denke, dass die Aktie auch weiter laufen wird, gerade mit dem aktiven Kaufsignal im Rücken. Dann schauen wir auf Rocket Internet. Die letzte große Neuigkeit war ja der abgesagte Börsengang hier von HelloFresh oder erstmal verschobene Börsengang. Wie hat sich die Aktie seitdem entwickelt? Naja, die Aktie ist eigentlich im Vorfeld von der mehr oder weniger offiziellen Meldung, dass der Börsengang verschoben wird, schon gefallen. Hat hier wieder bei um die 23 Euro den Boden gefunden und konnte jetzt wieder nach oben laufen. Also ich denke, dass so dieses Kursniveau da unten schon die Tiefs sind. Unser Stopp liegt auch ein bisschen darunter, von daher sind wir da recht entspannt. Die Aktie konnte jetzt wieder zulegen, ist auch jetzt kurz davor, diese 30-Euro-Marke wieder anzugehen. Und mit ein bisschen Glück und vielleicht einer gewissen Fantasie, dass HelloFresh entweder im Frühjahr 2016 an die Börse geht, das ist ja natürlich nach wie vor der Plan, denke ich, wird auch die Aktie dann entsprechend wieder anspringen. Möglich ist auch ein Verkauf außerhalb der Börse.
Das ist durchaus denkbar. Insgesamt, man hat es gesehen, E-Commerce läuft und als E-Commerce-Inkubator ist man natürlich hier auch bei einem Megatrend mit voll dabei. Insofern gerade eine Rocket Internet eigentlich die einzige, die jetzt im E-Commerce-Bereich in Deutschland neben Zalando ein gewisses Wörtchen mitreden kann mit den großen US-Firmen, muss man, glaube ich, in dem deutschen Portfolio haben. Was denken Sie, welches Kursziel könnten wir hier anvisieren? Naja, wenn man sieht, woher die Aktie kommt, also es ist durchaus möglich, dass wir Richtung 40 Euro laufen und das sind dann vom aktuellen Niveau aus durchaus nochmal ordentlich Performance denkbar. Also hier haben schon im Frühjahr schon Leute wesentlich mehr bezahlt. Also ich denke, dass wir die Hälfte dieser Abwärtsbewegung vielleicht nochmal aufholen könnten. Schon wieder auf den Image-Check. Wie hat sich denn dieser Wert zuletzt entwickelt? Naja, dieser Wert ist natürlich momentan noch nach wie vor einer der relativ stärksten insgesamt ja auf dem deutschen Kurszettel. Im TecDAX einer der großen Gewinner im laufenden Jahr. Die Aktie auch mit einem neuen Hoch letzten Endes zuletzt. Damit die Aufnahme bestätigt. Und wenn man sich sieht, was im Wohnungsmarkt los ist, in Deutschland sind zu wenige Wohnungen, gerade jetzt angesichts der Flüchtlingskrise, da kann man davon ausgehen, dass auch Nemetschek in den nächsten Monaten weiterhin profitieren wird, dass die nächsten Quartale ordentlich ausfallen werden. Man hat ja zuletzt die Prognosen immer wieder ein bisschen nach oben angehoben und ich denke, mit Blick auf 2016 wird es mit Sicherheit nicht schlechter ausfallen. Und die Aktie gehört eigentlich nach wie vor zu den Werten, die ein hohes Momentum aufweisen und ich denke, dass die mit Sicherheit bis zum Jahresende noch profitieren werden. Wir haben ja auch vor kurzem erst das Jahreshoch gesehen, also gerade eben erst. Wie kann es jetzt, wenn wir das jetzt wieder erreichen sollten, weitergehen für die Aktie? Welches Ziel? Naja, man muss natürlich schon schauen, dass die Aktie hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend nicht nach oben durchbricht. Man muss auch ein bisschen auf diese, etwas krumm gemalt, auf diese obere Kante dieses etwas flacheren Aufwärtstrend im Auge behalten. Was durchaus denkbar ist, dass es hier eine Kanalattacke nach außen gibt. Und in der Regel orientieren sich dann solche Werte an der Oberkante dieses Trendkanals nach oben. Also da muss man natürlich hoffen, dass es nochmal für den Schub reicht. Anders ist es, wenn wir nach unten hier durchrauschen sollten, kann es durchaus sein, dass wir erstmal diese Hochs hier anpeilen werden bei 36 Euro, 37 Euro. Aber ich denke, dass es eher die andere Richtung sein wird. Wir sehen ja auch jetzt heute am Freitag zum Wochenschluss deutliches Plus bei der Aktie. Mhm. Was beflügelt Sie denn? Ja, das ist, gibt aktuell keine guten News. Keine News. Es ist insgesamt, Sektor ist natürlich en vogue. Window Dressing ist natürlich jetzt auch in diesen Tagen ein Thema. Und da wird der ein oder andere Fonds entweder seine Position noch ein bisschen nach oben fliegen, beziehungsweise wer die Aktie nicht hat, der muss natürlich auch zeigen, dass man die Aktie, den Highflyer aus dem TecDAX auch 2015 im Portfolio hat. Nemetschek macht sich gut im Depot, da greift dann doch der eine oder andere zu. Ströer schauen wir uns auch noch an. Auch da sehen wir einen wunderschönen Aufwärtstrend. Mhm. Auf Jahressicht haben sich die beiden Linien hier, unsere 200-Tage-Linie und der Chart eben überhaupt nicht berührt. Also das Kaufsignal, zumindest was diese Sache angeht, liegt noch weiter zurück. Jetzt auch noch die Aufnahme in den MDAX. Was bedeutet das jetzt für Ströer? Wie kann es weitergehen für den? Naja, wir haben die Aktie ins Musterdepot gekauft, erst frisch. Ströer ist einer der Profiteure der Digitalisierung, auch im Bereich der Werbung. Wenn man sich mal vorstellt, dass momentan wird noch auf so Leinwänden die Werbung heraufgeklebt. Das Ganze wird digitalisiert. Man ist da ganz klar einer der Profiteure dieser Entwicklung. Die MDAX-Aufnahme ist natürlich auch ein Ritterschlag oder die Belohnung für die gute Entwicklung in den vergangenen Quartalen. Ja, und wir haben auch einen ziemlich ausführenden Artikel im aktuellen Aktionär. Also wenn man nächste Woche ins Kiosk geht, kann man sich darüber auch mal genauer informieren, warum wir die Aktie konkret jetzt ins Depot genommen haben und warum Kursziele demnächst von 80 Euro auch von den Analystenseiten herumgereicht werden dürften. Also deutliches Potenzial hier in der Aktie. Wir haben jetzt 6 Depotwerte besprochen. Welcher ist vielleicht so Ihr Favorit von den angesprochenen? Naja, bisher war mein Favorit, also von den angesprochenen, würde ich sagen, gefallen mir Nemetschek und Zalando momentan am besten. Zalando wegen dem aktiven Kaufsignal, weil ja auch die Zeit dafür reif ist momentan auch, dass eine Zalando wieder durchläuft. Und Nemetschek, weil einfach das Management sehr gut ist, Fundamentaldaten stimmen. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Markus Fandrich. Gerne. Und danke auch Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.